Okay, keine Punkte in Unterhaching. Woran hat es aus deiner Sicht heute gelegen? Ich glaube, Haching hat uns heute aufgezeigt, wie man so ein Spiel gewinnt. Waren einfach viel intensiver, viel galliger, wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Und wir haben uns einfach nicht dagegen gewehrt. Klar kommen dann auch ein, zwei taktische Sachen, die vor allen Dingen in der ersten Halbzeit einfach schlecht von uns waren. Aber grundlegend hat sich Haching einfach verdient, heute zu gewinnen, und wir haben verdient verloren. Dabei war der Start ja äußerst vielversprechend heute. Ja klar, normalerweise soll man sowas nehmen, um dann noch mehr Mut zu schöpfen, um noch zielstrebiger zu spielen und das positiv umzumünzen. Aber wir sind absolut in gar keinen Zweikampf reingekommen. Vor allen Dingen die erste Halbzeit war erschreckend schlecht von uns, muss man einfach sagen. Und da hätte Haching schon verdient gehabt, höher zu führen. Da konnten wir froh sein, dass wir überhaupt noch im Spiel waren. Und ja, hinten raus, wir müssen uns einfach auf die Fahne schreiben, dass das definitiv viel zu wenig war. Ist es dann zum Ende der englischen Woche auch alles eine Kraftfrage, oder hat es damit nichts oder nur bedingt zu tun aus deiner Sicht? Naja, wenn man überlegt, dass Haching weniger Pause hat als wir, dann kann man sich die Antwort, glaube ich, selber geben. Das war auch heute weniger ein Kraftakt, weil dann hätten wir hinten raus schwächeln müssen, und das war eher der Gegenteil. Hinten raus sind wir eher nochmal aufgekommen. Das heißt, eine Kraftfrage war es absolut nicht. Dankeschön. Bitteschön.